München, Residenz, Oktober 1988. Trauerzug für Bayerns Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß. Rott am Inn. Der Heimatort von Marianne Strauß, die 1984 starb, ist die letzte Station. Kardinal Ratzinger und das Requiem in der Rokokokirche. Wie eine Eiche ist er vor uns gestanden, kraftvoll, lebendig, unverwüstlich, so schien es. Und wie eine Eiche ist er gefällt worden. Der Friedhof von Rott am Inn an den ersten Tagen danach. FJS-Verehrer in langen Schlangen vor der überraschend bescheidenen Gruft der Familie Strauß-Zwicknagel. Mit Bussen sind sie gekommen. PKW verstopfen den Ort. Die Gastwirte reiben sich die Hände. Zehn Jahre danach nur ab und an Besucher, an manchen Tagen niemand. Herr Bürgermeister, nach dem Tod von Franz Josef Strauß meinte man ja, dass Rott am Inn eine Art Wallfahrtsort würde. Ist es das geworden? Nein, Gott sei Dank nicht. Hätte das aber nicht Vorteile für den Ort? Tourismus zum Beispiel? Ja, das waren sicher gerade Stundentouristen, die wo kommen und sofort wieder wegfahren. Das ist nicht unbedingt das Ziel von einer Gemeinde. Gleich nebenan das ehemalige Haus der Bierbrauerfamilie Zwicknagel. Hier hatten Marianne und Franz Josef Strauß ihren Wohnsitz. Und wie schaut es die nächste Woche aus? Du bist also dann am Montagnachmittag wieder oben. Diese Aufnahme ist aus den 60er Jahren. Ein einflussreicher Politiker und eine energische Ehefrau. Normaler Verlauf. Den Briefwechsel hast du aber zum großen Teil du. Ich habe einen Brief hier. Ob der eine Teilnehmer schon wieder so weit ist. Mit dem? Mit dem Herrn da. Das müsste jetzt allmählich meines Erachtens rollen. Da hatte er seine größte Affäre schon hinter sich. Inklusive Rücktritt als Verteidigungsminister. Strauß und der Spiegel, eine lebenslängliche Liaison. Dutzende Titelbilder widmete Rudolf Augstein seinem Lieblingsfeind. Alle Strauß-Geschichten waren irgendwann Spiegelgeschichten. Auch diejenigen, die im Dunkeln bleiben werden. Altlasten der jungen Republik. Auf das wenige Neue kommen wir später zu sprechen. Das Wort politischer Freund bekam durch Strauß eine besondere Bedeutung. Und wer nie Streit mit ihm hatte, dem fehlte etwas zum Spitzenpolitiker oder zum Spitzenjournalisten. Die Spiegelaffäre 1963 und ein Urwurm, der Geschichte machte. Wir haben einen Abgrund von Landesverrat im Lande. Ich sage das. Die Staatsgewalt im Spiegelhaus. Strauß zieht die Telefonstrippen, die Pressefreiheit kippelt. Ein Herausgeber auf dem Weg in seine Zelle und zum Ruhm. Zu Strauß, sagt Augstein heute, fall ihm endgültig nichts mehr ein. Dafür seinem ehemaligen Chefredakteur. Der Spiegel und Franz Josef Strauß hatten ja all die Jahrzehnte ein ganz besonderes Verhältnis miteinander. Können Sie das beschreiben? Ja, der Strauß wusste natürlich, dass auch er den Spiegel braucht. Er braucht einen, der ihn angreift und den er aber auch ernst nehmen kann. Ernst genommen hat er uns. Also wir haben immer miteinander geredet. Und wenn ich über ihn geschrieben habe, oder das Blatt hat über ihn geschrieben, dann konnten wir montags wieder telefonieren. Hin und wieder hat er dann gesagt, jetzt treibt's nicht so arg, ich muss das meinen Leuten gegenüber verantworten. Also er hat sich mit dem Spiegel gefetzt, aber zwischen ihm und Rudolf Augstein, da bestand doch so etwas wie eine Lebensfeindschaft, oder? Ja und jein. Ich habe die beiden auch wieder zusammengebracht. Die haben zusammen auch in seiner Wohnung Brathändel gegessen. Das ist doch schon etwas, nicht wahr? Wenn der eine, der den anderen ins Loch gebracht hat, mit dem dann Brathähnchenschenkel teilt. Wie viele Jahre hat das gedauert? Das war, 15 Jahre, nicht? Danach.
einmal lebenslänglich später. Einmal lebenslänglich später. Also eine gewisse Art von Souveränität auch gegenüber dem Spiegel. Ja, natürlich. Und er wusste, was er sagt, und er wusste, wie er seine Leute zu bedienen hat mit dem, was er sagt. Er wusste, wie er uns auf den Kopf zu hauen hat, und wir wussten, wie wir ihn schikanieren konnten. Und das war eine Symbiose. Und das hat der Republik ja gut getan. Vermissen Sie ihn eigentlich? Ja, außerordentlich. Frau Hambrücher, wenn man an Sie und Franz Josef Strauß denkt, dann fällt einem unweigerlich das Wort Krampfhenne ein, mit dem er Sie belegt hat. Sind Sie eigentlich heute noch beleidigt? Ach, ich war irgendwie nie beleidigt. Es war im Wahlkampf und der große Widerpart war Franz Josef Strauß, der sagte, die FDP, die brauchen wir nicht, die ist überflüssig wie ein Kropf, ein schöner bayerischer Ausdruck, und diese Spitzenkandidatin Frau Hambrücher ist eine Krampfhenne. Und darauf hat das Publikum im bayerischen Mittelfranken reagiert, ja, man kann ja, man muss ja nicht immer ihrer Meinung sein, aber eines ist sie nicht, sie ist keine Krampfhenne. Wie verhielt sich Strauß besonders im Umgang mit Damen in der Politik? Ja, die mochte er schlicht nicht, vor allem wenn sie Eigenständige waren. Und er hat ja auch sehr verhindert, dass überhaupt Frauen in Bayern je eine Chance gehabt haben in der CSU und in der Regierung. Das ist erst nach Strauß etwas besser geworden, immer noch nicht gut. Aber Frauen in der Politik wollte er nicht, weil er eben der Patriarch war oder der Macho, wie man will. Der fand überhaupt, dass Frauen in der Politik gar nicht zu suchen hätten. Wie sahen Sie eigentlich seine engen Kontakte zu Diktatoren in aller Welt? Mit wachsendem Befremden. Er hat da Verhaltensweisen an den Tag gelegt, zu denen mir eigentlich nur einfällt, sowas tut man nicht. Ne? Ich meine, wenn ich nicht ganz falsch unterrichtet bin, hat er ja sogar zu Ceausescu, der ja nun einer der übelsten dieser Diktatoren war, ein Verhältnis, dessen Nähe ich nicht weiter charakterisieren kann, aber der lud ihn zur Jagd ein und nein, das war nicht in Ordnung. Ich meine, auch sein Umgang mit der DDR-Führung ist ja, um das Mildeste zu sagen, von dialektischen Prozessen nicht völlig frei. Ne? Was trennte Sie eigentlich vor allem? Mich trennte erstens einmal eine Reihe von politischen Grundpositionen und zum Zweiten der Stil, in dem er seine Politik, wie ich zugebe, nicht ohne Erfolg vertrat. Aber das war mir zu populistisch, zu ich-bezogen. Und es war auch ein Stil, in dem sich dann allmählich so eine Art Hofhaltung bildete. Das war auch der Grund, weswegen wir dann in den späteren Jahren ziemlich auf Distanz und mitunter auch sehr im Kontrast zueinander standen. Wo wird an ihn erinnert? Sein Elternhaus mit der Metzgerei in München-Schwabing steht seit dem Krieg nicht mehr. Nach der Nummer 47 kommt heute die 51. Denn dieser gelbe Neubau hat sich auf zwei Grundstücken breit gemacht. Erinnerung, Fehlanzeige. Dafür Strauß in Schongau, wo er als Landrat seine politische Karriere begann. Wissen die Schongauer das? Er war halt da in der Gegend sehr bekannt. Ich weiß nur nicht, von wann bis wann er Landrat war in Schongau. Franz Josef Strauß war immer Bürgermeister. Weil er da Landrat war, 48. Der kommt hier aus der Region, gebürtig. Der Name Strauß sagt Ihnen noch logisch, was. Weil unsere Kaserne, da oben heißt er auch Franz Josef Strauß Kaserne. Landesvater von Bayern, ehemals, Gott haben selig. In München eine Straße für ihn, vierspurig mit Grünstreifen, aber nur ein paar Meter kurz. Entlang der Staatskanzlei seiner Nachfolger. Und natürlich der Münchner Flughafen im Erdinger Moos. Das ist heute wie damals das Arbeitszimmer des CSU-Vorsitzenden in der Parteizentrale, das Büro eines leitenden Angestellten. Zu den treuesten der Treuen gehört Wilfried Scharnagel, Herausgeber des Bayern-Kuriers. Herr Scharnagel, Sie galten bis zum Tod von Franz Josef Strauß als absoluter Gefolgsmann. War es eigentlich schwierig,
in seiner Gegenwart eine eigene Position zu formulieren. Das war überhaupt nicht schwierig. Weil Strauß ein außerordentlich gescheiter Mann war, war er gescheiten Argumenten immer zugänglich. Was war die CSU unter Franz Josef Strauß aus Ihrer Sicht für eine Partei? Franz Josef Strauß war ja nun 27,5 Jahre Vorsitzender der CSU. Er hat natürlich in dieser Zeit durch die Kraft, durch die intellektuelle Kraft, durch die politische Kraft seiner Person die CSU zwangsläufig geprägt, wie kein anderer Parteivorsitzender vor ihm. Er hat in dieser Zeit der CSU Akzente gegeben, die sie heute noch auszeichnen. Er hat vor allem ein unvergessener und nicht zu vergessender Satz von ihm: Wenn Menschen in Bayern an eine politische Partei denken, dann müssen sie an die CSU denken. Wo denken Sie, ist heute bei der CSU der Geist von Franz Josef Strauß noch besonders lebendig? Ich glaube zum Beispiel das Unbedingte darauf achten, dass die CSU eine selbstständige Partei ist. Eine Partei, die in diesem Lande wurzelt, in Bayern wurzelt, aber große nationale und auch europäische Verantwortung trägt. Dieses Bewusstsein ist bei allen, die in der CSU-Führung heute Verantwortung tragen. Ein anderer alter Weggefährte, damals Pressesprecher im Verteidigungsministerium. Herr Schmückle, sind Sie der Meinung, dass Franz Josef Strauß als Verteidigungsminister damals der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Platz gewesen ist? Ich glaube ja. Er war einer der ganz wenigen deutschen Politiker, vielleicht der einzige überhaupt, der in der Lage war, eine Armee vom Nullpunkt an auf 475.000 Mann gewissermaßen aus dem Boden zu stampfen. Es ist damals oft bezweifelt worden, ob Franz Josef Strauß geeignet sei für das Amt des Verteidigungsministers, weil man wusste, er war ein Choleriker und weil man auch wusste, dass er dem Alkohol zugeneigt war. War er nicht vielleicht doch gefährlich? Glaube ich nicht. Strauß war sehr vorsichtig in gefährlichen Momenten. Choleriker, wissen Sie, er hat manchmal am Telefon natürlich den Choleriker gespielt. Da hat er gewisse Ähnlichkeiten gehabt mit anderen großen Persönlichkeiten. Aber ernst zu nehmen war das nicht, vor allem wenn er Zuschauer hatte. Dann hat er das sehr gern gespielt. Aber er konnte sich fabelhaft beherrschen, wenn es um ernste Dinge ging. Alkohol. Strauß war immer ein Mann, der sagte, ich beuge mich nicht dem Amt allein. Ich will leben und leben lassen. Auch andere sollen leben und leben lassen. Und er hat pokuliert, das ist gar keine Frage. Er hat gern getrunken und ist lustig gewesen. Aber er war nicht bereit, hier gewissermaßen die gravitätische Würde des Staatsmanns zu spielen. Der Engel Aloysius bringt die göttlichen Ratschläge. Karikaturen von Horst Heitzinger. Über die Jahre wurde Franz Josef Strauß 5.900 Mal karikiert. Nur Helmut Kohl wurde öfter hergenommen. Der oberste Bayer eignete sich auch trefflich für exotische Verkleidungen, Rambo-mäßiges Outfit. Politisch verstrickte Situationen und turbulente Lebenslagen. Herr Heitzinger, fehlt Ihnen eigentlich Franz Josef Strauß? Also ich hätte ihm gern noch ein längeres Leben gewünscht. Aber wenn Sie mich als Karikaturist fragen, ja, dann kann ich wirklich nur sagen, Friede seiner Asche. Ich habe ihn jahrzehntelang gezeichnet und ich war eigentlich beinahe dankbar, als ich es nicht mehr musste. Haben Sie ihn eigentlich als das Objekt Ihrer Arbeit gemocht oder vielleicht sogar geliebt? Also ich habe zu dem Strauß wirklich ein sehr ambivalentes Verhältnis. Ich habe mich aufgrund von verschiedener Dinge immer als ein politischer Gegner von ihm begriffen. Dabei war er mir sehr, sehr sympathisch. Ich meine, ich habe auch festgestellt, dass das anderen so ging. Man konnte sich eigentlich in seiner unmittelbaren Nähe seinem Charme wirklich nicht entziehen. Er war witzig, er war schlagfertig. Und ich glaube, dass dieses Verhältnis schon auch in die Zeichnungen mit eingeflossen ist. Gibt es sogar eine Art Nostalgie, eine FJS-Nostalgie bei den Kabarettisten? Na, wir haben noch keinen Verein gegründet zum Schutz des Andenkens von Franz Josef Strauß. Aber das ist eine gute Idee, das könnte man andere. Wir werden das wahrscheinlich sogar Sponsoren finden. Es gibt hier 5 Brauereien.
Hätten Sie sich Franz Josef Strauß als Kanzler gewünscht, damit man ihn noch besser hätte angreifen können? Nö, das wäre mir zu gefährlich gewesen. Der hätte eventuell die Dinge durchgesetzt, die er im Kopf hatte. Und das wäre für uns sehr gefährlich geworden. Könnte man sagen, Sie haben ihn geradezu geliebt als ein Objekt Ihres Spottes? Nein, ich habe es ja ehrlich gemeint. Nein, das Spott ist ja so, dass man das vielleicht jemandem ans Hemd klebt oder so. Nein, ich meine das ja so, dass dieser Mann die Struktur dieser Republik in Gefahr bringen kann. Gibt es für die Kabarettisten eigentlich eine Art Nachfolger für Franz Josef Strauß oder erreicht niemand dieses Niveau? Die beiden Diadochen, nicht? Stoiber und Weigel, streiten sich wirklich so, dass ich denke, haben sie das nicht von ihm gelernt? Verbal war er doch absolut der Größte. Also, dem fielen ja verbal Injurien aus dem Stegreif ein. Nicht? Aber das hieß nicht Arschloch oder so, sondern das hieß dann schon, über die Frau Hambrücher hat er Krampfhähne gesagt. Krampfhähne. Das muss einem erst mal einfallen gegenüber einer Frau wie der Hambrücher. Ne? Sie vermissen ihn. Ja. Was hat er aufgebaut und hinterlassen? Der Deutsche Airbus-Gesellschaft seit März 1970. Der Airbus, Europas Antwort auf Boeing, sagen nicht nur Insider, sei sein Lieblingskind gewesen. Herr Friedrichs, nach dem Tod von Franz Josef Strauß sind Sie ihm als Aufsichtsratsvorsitzender bei Airbus Industries nachgefolgt. Wie war das? Also erstens war Airbus Industrie geordnet, aber es war längst nicht auf der Erfolgsspur, die heute da ist. Es standen wichtige Entscheidungen, die Strauß vorbereitet hatte, die aber noch nicht getroffen waren an. Also der vierstrahlige A340 sei nur als Beispiel genannt. Ansonsten konnte ich unmittelbar dort weitermachen, wo die Lücke, die er hinterlassen hat, offen war. War eigentlich der Apparat von Airbus Industries auf Strauß fixiert? Ich würde nicht sagen, dass der Apparat auf ihn fixiert war, aber er hat in diesem Konsortium eine dominierende Rolle gespielt, als das normalerweise ein Aufsichtsratsvorsitzender tut. Inwieweit wirkt heute noch das Erbe von Strauß bei Airbus fort? Nun, also einmal muss man ja, wenn man den Beginn der ganzen Airbus-Geschichte sieht, wissen, dass Franz Josef Strauß einen ganz wichtigen Meilenstein gesetzt hat. Er wollte diese europäische technologische Zusammenarbeit, ursprünglich nur mit Frankreich, dann mit England und Spanien zusätzlich. Man kann wirklich die Frage stellen, wäre Airbus überhaupt gestartet und wäre Airbus in den kritischen Zeiten am Leben geblieben, ohne seinen enormen Einsatz? Karl Dersch, früher Chef des DASA-Konzerns, gehörte zu den Freunden aus dem persönlichen Umfeld von Strauß. Sie waren ja führend in der deutschen Luftfahrtindustrie tätig. Was verdankt diese Industrie Franz Josef Strauß? Ich kann es kurz beantworten, vielleicht klingt das zu vollmundig, eigentlich alles. Die deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie ist von Franz Josef Strauß immer gehegt und gefördert worden. Und aber was das Allerwichtigste ist, Franz Josef Strauß war ein Eiferer in Sachen Airbus. Er hat den Airbus persönlich auf der Taufe gehoben und ohne Franz Josef Strauß gäbe es Airbus-Industrie aller Voraussicht nach nicht. Was ist das? Ja, ich habe die besondere Freude, Herr Minister Strauß, heute den noch stempelfeuchten Luftfahrerschein für Privatpiloten zu überreichen, den ich von der Regierung Oberbayern in Empfang nehmen konnte für Sie. Das freut mich. Herzlichen aber. Glückwunsch. Sie haben ja mehr Anteil daran als ich, Herr Schmidt. Es soll abenteuerlich gewesen sein, mit ihm zu fliegen. Sie sind mit ihm geflogen. War es abenteuerlich? Franz Josef Strauß war ein guter Pilot, ein leidenschaftlicher Flieger. Aber wie seine ganze Struktur war, etwas tough und raubeinig, so war auch sein Flugstil. Also er hat Landungen gemacht wie manchmal ein Fahrstuhl. Das heißt, er ist sehr hoch reingekommen, dann sehr schnell im Sinkflug runter und hat hart aufgesetzt. Und er hat auch Kurven nicht immer ganz sanft geflogen, sondern schon manchmal so an der Grenze einer gerissenen Rolle. Und es gibt viele Geschichten darüber. Aber ich bin gerne mit ihm geflogen und ich wiederhole mich, er war ein guter Pilot, aber ein sehr leidenschaftlicher Pilot. Man sagt bisweilen, in seinen Freundschaften sei er durchaus auch eigennützig gewesen.
Ich meine, das Wort Freundschaft würde ich mal so definieren, es kann keine Einbahnstraße sein. Sonst ist es keine Freundschaft, die beruht immer auf Gegenseitigkeit. Ich kann da nur für mich sprechen, er hatte in der Freundschaft zu mir keinen Eigennutz. Kein Freund, der Erzfeind zu Besuch auf bayerischem Territorium. Immer wieder wurden die Flexibilität und der Pragmatismus von Strauß bewundert oder verwundert zur Kenntnis genommen. Kontakte in alle Welt, zu allen Systemen und vielen Diktatoren, von Franco bis Pinochet, von Ceausescu bis Honecker. Er hatte Strauß immer im Visier, aber selbst blieb er, bis kurz vor dem Kollaps seines Sozialismus, unsichtbar. Markus Wolf, zweiter Mann der Stasi. Ihr Apparat, die Hauptabteilung Aufklärung, hat ja immer wieder Strauß' Politik und auch seine Person analysiert. Wie hat sich diese Analyse entwickelt? Ja, das war eine der schwierigsten Aufgaben, die wir hatten. Die Person von Strauß, sein politisches Verhalten war voller Widersprüche. Aber ich habe nicht nur bei Strauß, auch bei anderen Politikern eben lernen müssen, dass es nicht nur Schwarz und Weiß in der Politik gibt. Er war Pragmatiker. War er als Pragmatiker Ihnen nicht viel näher als manche der führenden Genossen in Staat und Partei der DDR damals? Nein, so würde ich das nicht sagen wollen. Aber in der allerletzten Phase der deutsch-deutschen Politik, hatte ich schon Respekt vor seiner Weitsicht, das kann man wohl sagen. Denn mit dem, was sich dann aus den Kontakten in die DDR vor allem über Schalk-Golodkowski ergab, der bekannte Milliardenkredit, das zeugte schon von einer politischen Weitsicht und auch der Wandlungsfähigkeit. War Strauß für Sie eine Quelle? Ja, in gewissem Sinne ja, aber da bin ich jetzt vorsichtig nach all dem, was ich in den letzten Jahren erleben musste. Wir hatten ja die unterschiedlichsten Kontakte zu Politikern und wäre Schalk-Golodkowski ein Mitarbeiter meines Bereichs gewesen, hätte ich vermutlich also Strauß als eine Abschöpfquelle bezeichnet. Herr Bundeskanzler, Ihr Verhältnis zu Franz Josef Strauß wurde in den 80er Jahren mit dem Begriff Männerfreundschaft umschrieben. War das eine freundliche Umschreibung für ein gesteigertes Misstrauen? Nein. Wir hatten ein ambivalentes Verhältnis. Wir hatten in weiten Teilen ein wirkliches freundschaftliches Verhältnis. Aber wir haben auch ein Konkurrenzverhältnis gehabt in der Politik, nicht im Persönlichen. Und das hat dazu geführt, das war eigentlich im Spott gedacht. Dieser Satz. Wir hatten die Gewohnheit, miteinander wandern zu gehen. Und daraus ist dann in der Pressewirkung das Gespräch gekommen, die Männerfreunde waren unterwegs und sind Dinge besprochen, abgekattet worden. Und das war also die Konsequenz. Hat seine Kandidatur 1980 für das Amt des Bundeskanzlers eigentlich die Ablösung der sozialliberalen Koalition um 2 Jahre hinausgezögert? Das ist eine Gelehrtenfrage, de facto sicherlich ja. Ich selbst war einer von denen, die ihm gesagt haben, wir werden mit ihr dies war nicht schaffen. Das war übrigens auch die Mehrheitsmeinung in weiten Teilen der CSU, bloß haben sie es ihm nicht gesagt. Aber die Wahl war auch nahezu nicht zu gewinnen zum damaligen Zeitpunkt, das muss man sagen. Und Franz Strauß hat einen, vor allem Marianne Strauß auch, muss ich ausdrücklich sagen, auch die Kinder, haben gemeinsam eine gewaltige Anstrengung gemacht. Franz Josef Strauß hatte die Angewohnheit, nach gemeinsamen Gesprächen seitenlange Gedächtnisprotokolle anzufertigen, auch über Gespräche mit Ihnen. Von Ihnen wird behauptet, dass Sie kurz danach bereits den Inhalt dieser Gespräche vergessen gehabt hätten. Was ich nie mochte,
auch heute nicht mag, und das war ein Streitpunkt oft zwischen uns beiden, ich habe was gegen Leute, die wahnsinnig viel aufschreiben. Ich habe eigentlich sehr viel mehr dafür übrig, wenn man etwas ausmacht und möglichst mit wenig Notizen sagt, das gilt. Wenn Sie so wollen, eine sehr bäuerliche Vorstellung. Der Franz Josef liebte es, allerdings auch sein Apparat noch mehr, das muss man auch sagen. Der Apparat hat ein großes Gewicht gehabt, wirklich endlose Notizen zu fertigen. Und das war häufig ein Auseinandersetzungspunkt zwischen uns, weil ich das nicht akzeptiert habe. Zumal diese Notizen ja meistens eine Wiedergabe eines Gesprächs waren, mit seiner Brille gesehen und nicht mit meiner. Und das war immer dann der Punkt, wo wir auch gelegentlich hintereinander geraten sind. Einer der ältesten Strauß-Freunde zur Frage Männerfreund Kohl. Es war natürlich keine Männerfreundschaft. Aber die beiden Herren hatten nicht nur das Bedürfnis, sondern sie sahen die Notwendigkeit, sich miteinander auszutauschen. Der Unterschied war nur der, dass Helmut Kohl das als eine, ich würde mal sagen, ziemlich lästige Pflichtübung gesehen hat, während Franz Josef Strauß seine Ideen und Gedanken überbringen wollte und mir am nächsten Tag nach einem solchen Gespräch eine 15 Seiten lange Aktennotiz schickte, was er alles mit Kohl verabredet habe und was Kohl ihm zugesagt habe. Und hat Kohl sich an diese Zusagen und Verabredungen gehalten? Ach, Helmut Kohl hat das Gespräch schon vergessen gehabt, als er in den Hubschrauber gestiegen ist. Hat Franz Josef Strauß seine Niederlage als Kanzlerkandidat 1980 eigentlich jemals verwunden? Das ist keine einfache Frage. Ich würde sie trotzdem mit Ja beantworten. Er hat sich's nicht anmerken lassen und er ist dann bayerischer Ministerpräsident geworden. Ein Amt, das ja wirklich, so sagte er selber, so sagen seine Nachfolger, zu den schönsten auf der Welt gehört. Wie hat er dann auf den Erfolg von Helmut Kohl zwei Jahre später reagiert, als der Kanzler wurde? Zunächst einmal muss man ja wohl daran denken, dass er Helmut Kohl immer unterschätzt hat. Und er hat nicht geglaubt, dass das Bündnis zwischen ihm und der FDP eines Tages doch zustande kommen könnte. Bei ihm selber wäre ein solches Bündnis rein begrifflich schon ausgeschlossen gewesen. Also in ihm hat er sich getäuscht, nicht nur einmal, sondern des Öfteren, und das hat er sicher bei sich selbst registriert, ohne es jemals zuzugeben. Was halten Sie für seinen größten Fehler? Dass er die vierte Partei, CSU, bundesweit nicht durchgesetzt hat, was er gekonnt hätte und was heute auch andere Verhältnisse in den neuen Bundesländern geschaffen hätte mit einer CSU und was dem alten Grundsatz der CSU Rechnung getragen hätte, dass rechts von uns keine Partei erscheinen darf. Das alles wäre damit verbunden gewesen. Der Trennungsbeschluss von Kreuz 76 und wiederholte Versuche von Strauß, auch die Spitze der Union in Bonn zu demontieren, war die Politik von Strauß nicht eher kontraproduktiv für CDU und CSU? Also das war eine große Dummheit. Und ich weiß, dass ich damals aufs Tiefste nicht nur politisch erschüttert war, denn zu dem, was man mir mitgegeben hatte von unseren Weimaraner Vorgängern, also zum Beispiel durch Heinrich Krone, Rainer, es darf nie passieren, dass zwischen den München und uns das Tischtuch zerschnitten wird. Und deshalb fand ich diesen Beschluss damals dumm und töricht und gefährlich und habe alles getan, was ich konnte, laut und leise, um ihn rückgängig zu machen. Auch nach Kreuth gab es ja immer wieder Unruhe aus München Richtung Bonn. Platzpatronen, Sport und Spiele, aber nichts Ernstes mehr. Ich sage heute Sport und Spiele, es war leider bei ganz wenigen auch mal ernsthaft, aber das ist tot. Tote am totesten, Gott sei Dank. Franz Josef Strauß, der Zauderer? Das sagen viele. Zauderer kann ich nicht bestätigen. Ich kann nur sagen, er ließ mir eigentlich in der Führung der Fraktion und auch dann als Kanzlerkandidat freie Hand, auch deshalb, weil er
Das sage ich nicht bösartig, sondern er kam manchmal ein paar Minuten zu spät. Und ich bin ein fürchterlicher Preuße. Ich frage, wenn die Sitzung 13 Uhr ist, fange ich 13 Uhr an und dann kam 13.10 Uhr und sagt, wir müssen doch noch. Sag ich, nein, Französisch, der Punkt ist schon erledigt. Das passierte dann nicht mehr. Also Zauderer. Er war nicht der Bullerkopf mit dem Kopf durch die Wand. Er war ein bedächtiger Mensch eigentlich. Hinter einer Wand aus Franz Josef Strauß Literatur Peter Siebenmorgen. 3 Jahre hat er an der neuesten und wohl fundiertesten Strauß-Biografie gearbeitet. Was haben Sie Neues über Franz Josef Strauß und den Spiegel herausgefunden? Dass zwischen dem Spiegel und Strauß eine leidenschaftliche Feindschaft bestand, ist bekannt. Sie war nicht zu ändern. Die Dinge waren so, wie sie waren. Also versucht Strauß, sich damit auf eine andere Art und Weise einzurichten. Wenn man den Feind nicht besiegen kann, muss man versuchen, ihn zu kaufen. So ist es versucht worden, 2-mal, als Anteile von Augstein vermeintlich auf dem Markt waren, hat Strauß versucht, über Strohmänner für die CSU diese Anteile am Spiegel konspirativ aufzukaufen. Strauß wollte 1978 Ministerpräsident werden. Gibt es zu seinem Weggang nach München neue Hintergründe? Ja, Strauß war umgeben von ungefähr gleichaltrigen Parteifreunden, die sich um ihr Recht in München betrogen fühlten. Dadurch, dass nun ein übermächtiger Mann aus Bonn nach München kommt und sie selber nie wieder zum Zuge kommen könnten. Einer seiner ärgsten Rivalen in diesem Zusammenhang hat versucht, durch Verfassungsschutzobservationen, die Strauß gewidmet waren, diskreditierendes Material zutage zu fördern, um es Strauß zu verwehren, Ministerpräsident von Bayern zu werden. Gibt es neue Erkenntnisse über den Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß? Strauß wäre sicherlich gerne Kanzler geworden. Er ist nicht angetreten, um zu verlieren. Gleichwohl ein Unternehmen, dem Strauß innerlich mit großer Ambivalenz, mit großer Zurückhaltung gegenüberstand, er wusste wohl, dass er diese Wahl wird nicht gewinnen können. Er fühlte sich hineingedrängt. Im Grunde seines Herzens wollte er es nicht. Im ZDF-Politbarometer hat die Forschungsgruppe Wahlen auch immer das Ansehen von Franz Josef Strauß erhoben. Jetzt haben wir noch einmal nachgefragt und es gibt ein erstaunliches Ergebnis. Während Franz Josef Strauß in all den Jahren seiner politischen Aktivität fast immer Werte um den Nullpunkt erreichte, auf einer Skala von plus 5 bis minus 5, und im Jahre 1980 als Kanzlerkandidat der Union sogar klar im Minus war, hat er jetzt einen Wert von 1,8. Ein Wert, den im Moment kein wichtiger lebender Politiker erreicht. Schauen wir uns die Bewertungen der Einzelparteianhänger einmal an. Die Unionsanhänger geben ihm einen hohen Wert, 3,0. Aber solche Werte hat er durchaus auch zu Lebzeiten bei Unionsnahen erreicht. Die SPD-Anhänger bewerten ihn mit 1,0. Hier liegt die große Veränderung. Sie haben früher Franz Josef Strauß weit im Minusbereich bewertet. Noch stärker gilt das für die Grünen, die ihn jetzt nur noch wenig ablehnen. Minus 0,6. Und auch die FDP-nahen Wähler, die früher sehr zurückhaltend waren, haben jetzt ihren Frieden mit Franz Josef gemacht. Selbst die PDS-Wähler lehnen ihn nicht ab. Franz Josef Strauß war ein Mann des Volkes. Und das ist er in der Erinnerung auch heute noch. Hier eine Unterteilung nach Schulbildung. Bei Volksschülern ohne Lehre bekommt Franz Josef Strauß heute einen Wert von 2,7. In der nächsten Gruppe Volksschüler mit Lehre 2,3. Leute mit mittlerer Reife bewerten ihn mit 1,8 und die formal Hochgebildeten, also mit Abitur oder Hochschule, mit 0,8. Das heißt, bei den einfachen Leuten steht Franz Josef Strauß am höchsten im Kurs. Insgesamt gilt wohl, in der Erinnerung bleiben vor allem die guten Taten. Strauß hat gern gut gelebt, hat sich auch dabei sichtbar nicht geschont. Es ist sehr lustig, die Bonner Runde ist jetzt zugeschaltet und Herr Schulze hätte eigentlich eine Frage an Sie noch. Wer ist denn Herr Schulze? Der in der Mitte sitzt. Auch mein Gesprächspartner, ja, vom Donnerstagabend. Ihr Gesprächspartner vom Donnerstag. Würden Sie gerne dem nächsten Kabinett angehören? Meine Güte. Ja. Schminken Sie sich doch den Bart ab. Gut, dann weiß man ja Bescheid. Dumme Frage sollten Sie nicht stellen, Herr Schulze. Aber Sie werden sich an den Koalitionsverhandlungen auch persönlich beteiligen. Das Gegenteil wäre mir völlig neu. Das Ende kam plötzlich, aber nicht überraschend. Der Notarzt wurde in die Regensburger Jagdgründe des Fürsten von Thurn und Taxis gerufen.
Die schriftlichen Unterlagen des Falls bekam er nicht mehr zu sehen. Wissen Sie, warum Franz Josef Strauß zusammengebrochen ist? Die Ursache weiß ich nicht. Man hat sie mir auch bis heute noch nicht gesagt. Er wurde ja später dann auch eine Leichenschau gemacht. Das Ergebnis weiß ich nicht. Ich gehe halt einmal davon aus, wenn jemand 73 Jahre ist, Stress, auch entsprechende Körperfülle hat, dass ein Herzinfarkt wahrscheinlich das Wahrscheinlichste ist. War denn die Versorgung optimal für den Patienten oder hat es Pannen gegeben? Man muss sich vorstellen, das Ganze ist abgelaufen mitten im Wald. Dass ich so schnell dort war, ist darauf zurückzuführen, dass der Polizeihubschrauber, der auf dem Rückflug nach München war, mitbekommen hat, dass es an diesem Landeplatz von Franz Josef Strauß zu einem Zwischenfall gekommen ist. Die Mannschaft des Polizeihubschraubers hat umgedreht, hat die Rettungsleitstelle gebeten, einen zusätzlichen Notarzt aufzunehmen, was auch dann ganz gut funktioniert hat. Besser geht es nicht, um sowas ablaufen zu lassen. Ferner muss man sagen, dass wir letztlich drei Fachärzte bei einem einzigen Patienten beschäftigt waren. Welcher Patient hat in Deutschland das Glück, von drei Fachärzten in einer Waldlichtung behandelt zu werden? Noch sein 70. wurde in der Münchner Residenz mit bayerisch-barocker Pracht gefeiert. Franz Josef Strauß war gemessen an seinen Wahlergebnissen im Freistaat nie so beliebt wie sein Vorgänger Alfons Koppel, aber so unangefochten wie die Zugspitze. Mag sein, dass hier und da heimlich Hirschhornmesser gewetzt wurden, aber es stand nie in Frage, dass Franz Josef Landesvater bleiben würde, solange er es wollte. Eine Dynastie hat er nicht aufgebaut, auch wenn die Tochter sich nach seinem Tod in die Politik vorwagte. Haben Sie den politischen Instinkt Ihres Vaters geerbt? Das soll man nie von sich behaupten. Ich möchte mich nie unmittelbar mit meinem Vater vergleichen. Nicht deshalb, weil ich Angst hätte, dass er besser wäre und dass er der große Franz Josef Strauß ist. Das ist für eine Tochter Gott sei Dank ohnehin nicht das große Problem. Ich hatte immer ein sehr herzliches Verhältnis zu ihm. Sondern eigentlich deshalb, weil ich glaube, in dem Moment, wo ich mich vergleichen wollte, würde ich mich selbst hindern, mich selbst zu entwickeln und meine eigene politische Persönlichkeit zu werden und würde dann versuchen, meinem großen Vater, einem großen Politiker, nachzulaufen. Franz Josef Strauß ist gestorben ein Jahr, bevor sich die Welt in Europa radikal verändert hat. Wenn er die Zeit noch miterlebt hätte, was würde er kritisieren, was würde ihm, denken Sie, gefallen? Das, was ihm sicherlich missfallen würde, und da bin ich mir ganz sicher, ist eine mittlerweile fast gesellschaftlicher Trend, der eher zu einem etwas jämmerlichen Ton neigt, zu einem Ton neigt der inneren Betroffenheit, des ständigen Stirnrunzelns, des Angsthabens vor dem, was kommt. Das lag ja ihm besonders wenig. Er war ja immer jemand, der hat versucht, die Zukunft anzupacken, die Fragen, die sich in der jeweiligen Zeit gestellt haben anzupacken. Und das wäre etwas gewesen, was mein Vater Franz Josef Strauß ganz gesichert, wahrscheinlich mit massiven Worten angegriffen hätte. Kultusminister Hans Mayer schied im Streit aus dem Kabinett. Im Streit, aber mit Bedauern. Herr Professor Mayer, war der Franz Josef Strauß, den Sie kennengelernt haben, eigentlich ein typischer Bayer? Ich bin ein typischer Alemanne. Und da erwartet man von einem typischen Bayern, dass er eine große Ruhe ausstrahlt, die königlich-bayerische Ruhe. Die zumindest hatte er nicht. Er war ein Getriebener, er war immer in Bewegung, er redete unglaublich schnell. Man hat, glaube ich, im Bundestag mal sein Tempo gestoppt. Er war unter den Schnellsten, er konnte ja wie ein Maschinengewehr dann reden. Und diese große bayerische Ruhe, die fand ich bei ihm nicht. Dagegen die Selbstdarstellung, die Grandiloquence, diese Art, sich in Szene zu setzen, das Theatralische, das ist, glaube ich, auch etwas Bayerisches, ein sehr sympathischer Zug. Auch die Offenheit, die Direktheit, das Unverblümte, das hatte er. Also es war ein sehr gemischter, ein ungewöhnlicher Bayer, gemessen an den Landsleuten, wie sie sich verhielten. Hat er manchmal zu schnell gedacht?
Er war unglaublich intelligent. Er hatte ein Computergedächtnis, aber nicht nur ein Gedächtnis. Er hatte eben auch eine sehr trennscharfe Intelligenz und erkannte sofort das Wesentliche eines Problems und stieß in seinen Formulierungen raubvogelartig sofort auf die Mitte dieses Problems. Und er war ja begabt mit einer volkstümlichen Sprache. Es ist ganz selten, dass sich bei einem Menschen wissenschaftlich-analytische Fähigkeiten mit volkstümlichen verbinden, also mit der Fähigkeit, dem Volk auch aufs Maul zu schauen und etwas zu erklären, was jeder versteht. Stand sich Franz Josef Strauß gelegentlich aufgrund seines Charakters selbst im Wege? Ja, ich glaube sogar, man kann sagen, er war manchmal sein bester Feind. Ich habe erlebt, wie seine ungeheure analytische Fähigkeit, seine wissenschaftliche Begabung, seine Intelligenz plötzlich wie in einem Sturm der Emotionen untergehen konnte und für wenige Minuten, dann fing er sich wieder, war er eine Beute der Leidenschaften und der Zorn, der Hass auch gegen andere brach dann so durch, dass ich entsetzt war und das Gefühl hatte, der Mann hat sich nicht in der Hand. Und in kritischen Situationen muss ja ein Politiker sich völlig in der Hand haben. Haben Sie Strauß als unfair erlebt? Gelegentlich schon, aber ich füge selbstkritisch hinzu, wir waren einfach zu verschieden. Franz Josef Strauß. Welche Stärken und Vorzüge hatte er eigentlich? Vor allem als Parlamentarier, als Rhetor, glaube ich, hat er ein Stück politischer Kultur verkörpert. Also, mein Gott, konnte der reden und 4 Stunden lang Bierzelte füllen. Und damals habe ich schon gedacht, er hat den Beruf verfehlt. Er hätte eigentlich Comedy-Man sein müssen. Er war ein Mensch, wie er selbst gesagt hat, ein Mensch in seinem Widerspruch, aber ein großer Politiker und er war aus meiner Sicht ein großer Mensch. Er hat einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass die Idee der deutschen Nation, das Fähigsein, national zu denken, ohne jeden Nationalismus möglich war. Sein größtes Verdienst ist, in seiner Person und mit seiner Partei verhindert zu haben, dass es in Deutschland eine extreme Rechte gegeben hat. Sein größtes Verdienst liegt sicherlich darin, Bayern zu einem der modernsten Länder dieser Welt gemacht zu haben und auf der anderen Seite die Integrität traditioneller historischer Art Bayerns zu bewahren. Es ist wirklich wichtig. Ich glaube auch, der Franz Josef würde jetzt sagen, lass es schreiben, was sie wollen. Wir haben gemacht, was wir konnten und so schlecht kann es nicht gewesen sein, sonst hätten sie alles das, was wir geschaffen haben, schon kaputt gemacht. Was war sein größter Fehler? Über seine Fehler haben andere so viel nachgedacht und so viel geschrieben, denen will ich dieses Monopol lassen. Sein größter Fehler ist, dass er so unbeherrscht war und dass er nie sich selber zurückgenommen hat. Dass gelegentlich die Kraft des Motors und die Fähigkeit der Bremse nicht gleich vernünftig und immer austariert war. Er ist immer über das Ziel hinausgeschossen. Er war zu unkontrolliert und das hat sich manifestiert in dieser Spiegelkrise. Ich glaube schon, dass er sich manchmal mit seinem Temperament selbst im Wege stand. Aber wer von uns ist schon so, wie er gemalt ist oder später gemalt wird? Seine sehr starke Ich-Bezogenheit und auch manchmal eine gewisse Schwäche, öffentliche und persönliche Interessen völlig geschieden zu halten. Seinen größten persönlichen Fehler, dass er jemals kandidiert hat als Bundeskanzlerkandidat. Mhm. Denn diese Niederlage war nach meiner Meinung programmiert. Also ihm fehlte ein wenig Schweigen. Er schwieg nie. Und dann sagte er plötzlich Sachen, die hätte er lieber nicht sagen sollen. Und das ist seine Schwäche gewesen. Was war sein größter Fehler? Die Ungeduld, die Unruhe. Auch vielleicht gelegentlich eine zu große Distanz zu Recht und Verfahren. Auch wenn es skurril klingt, Strauß hatte eine Eigenschaft, die hat er selbst nicht gut gefunden. Er war zu weich und zu nachgiebig in der direkten Konfrontation. War Ihnen persönlich Franz Josef Strauß eigentlich sympathisch? Er hat enorm sympathische Züge gehabt. Wenn wir Streit hatten, war er mir überhaupt nicht sympathisch.
Aber das gehört zum Streit. Mit diesen ganzen Leidenschaften zum Alkohol und zum Ausflippen und so etwas, ist er nicht so wenig mein Typ gewesen, dass ich ihn nicht mal wirklich sympathisch finden konnte. Er war mir nicht unsympathisch. Was mich an ihm faszinierte, war gerade die Widersprüchlichkeit dieser Persönlichkeit, die nicht glatt geformt war. War er Ihnen menschlich sympathisch? Ja, unbedingt. Unbedingt. Und ich habe es sehr bedauert, dass wir dann aus rein sachlichen Gründen schließlich nicht übereingekommen sind. War er Ihnen persönlich sympathisch? Außerordentlich, ja. Wir haben uns gezankt und wir haben uns gut verstanden, weil wir brauchten kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das, was ich bei heutigen Politikern so vermisse. Denn bei QVC habe ich schon alles gekauft. Jede gute Geschichte beginnt so. Es war einmal. Es war einmal ein Paket, das wurde im Westen des Landes gepackt und im Osten des Landes meist mit Freude empfangen. Fast jeder im nun vereinten Land könnte davon eine Geschichte erzählen. Da es aber nirgendwo so viel Sendezeit gibt, mussten wir uns entscheiden und sind erstmal nach Westen gefahren, ins Niedersächsische. Ich möchte gerne ein Paket nach drüben schicken. Ist das richtig, was ich hier eingepackt habe? Wo nach drüben? Naja, in die ehemalige DDR. Da brauchen wir nichts mehr hinschicken. Ein Paket in den Osten schicken? Seid ihr 10 Jahre zurück oder was? Kaffee ist gut, Schokolade immer. Auf Tempo kann man verzichten. Mhm. Natürlich sind wir auch in den alten Osten gefahren, ins Thüringische, das jetzt auch zum Westen gehört. Haben Sie Westpakete bekommen? Sicher. Und was war da so drin? Nur Kaffee und Schokolade. Kaffee, Schokolade, Creme. Da war mal eine Kiwi drin, das wusste man nicht zu deuten, das haben wir weggeschmissen. Es waren immer schöne persönliche Geschenke dabei. Die konnte man auf der Straße gar nicht so ohne weiteres tragen. Da sahen das die Nachbarn, dass wir Westpakete kriegten. Da hat man sich immer gefreut, ne? Ja, ja. Jetzt gibt's ja alles zu kaufen. Wir fanden ein Paar, bei dem alles mit einem Paket begann. Und eine 100-Jährige, die auch Pakete schickte. Ich bin geboren am 8. Dezember 1901. Und hier wie dort fanden wir Historisches und hörten Geschichten verschiedenster Art. So sah damals unsere Jacke aus, mit den Zeichen drauf. Die witzigste Geschichte in meiner Erinnerung ist die, als ich ein Paket war. Ich habe was gekriegt, manchmal hat es nicht getaucht, manchmal war es schön. Ne? Vielleicht war das Paket die persönlichste Form der Kommunikation im geteilten Land. Begonnen hatte es damit vor über 50 Jahren. Deutsche helfen Deutschen. Das ist das Motto des sozialen Helferings in Augsburg, einer gemeinnützigen deutschen Care-Paket-Organisation für Empfänger in der Ostzone. Wöchentlich gehen etwa 1000 deutsche Care-Pakete an Verwandte und Bekannte oder auch unbekannte Notleidende über die Zonengrenze. So helfen die Westzonen ihren notleidenden Landsleuten jenseits des eisernen Vorhangs. Das Westpaket war auf alle Fälle beides. Es war privat und es war politisch. In den 50er Jahren gab es sogar Plakate, Handzettel und Briefmarken als Werbung für das Westpaket. Die Leute haben wirklich über 40 Jahre geradezu trotzig darauf beharrt, wir gehören zusammen und wir lassen uns auch nicht verbieten, dass wir Kontakt zueinander haben und wir schreiben uns und wir schicken uns auch verschiedene Dinge. In diesem großen Göttinger Wohnstift finden wir sie, meist Frauen, wenige Männer, die viele Lebensjahre Pakete gepackt und in den Osten geschickt haben. Lange ist es her.
Bielers Pakete gingen nach Wittenberge an eine blinde Besenbinderin mit zerschundenen Händen. Wenn ich ein Paket schickte, war immer Pinatencreme drin. Und dann schrieben sie manchmal so niedlich zurück. Und Ingrid nahm sich sofort die Dose Pinatencreme. Und wir haben dann am Nachmittag ihren schönen Kaffee wieder probiert und haben ganz gemütlich Kaffee getrunken. Ist doch schön. Ein Seniorenheim im thüringischen Gera. Viele der Bewohner haben jahrelang Pakete aus dem Westen empfangen. Bei den meisten ist es verbunden mit guten Erinnerungen. Ich habe jeden Monat meine Pakete gekriegt. Ich hatte viel Verwandte drin. Und da war vor allen Dingen Anglizie und so ins Essen drin. Ja, Weihnachten kamen die Pakete. Die wurden aufgehoben bis zum Heiligen Abend und dann wurde aufgeschnürt. Und dann war das eine Freude. Glückliche Kinderaugen leuchten auch dort, wo die Weihnachtsbotschaft den Symbolen einer fremden Welt begegnet. Der Glanz dieser friedvollen Tage aber erleuchtet die Straßen unserer Städte im Norden und im Süden. Als ich ein Knabe war von ungefähr 10, ich bin in einem Pfarrhaus aufgewachsen, da kriegten wir zum ersten Mal Besuch von drüben, wie wir das nannten, und dann begann das mit den Paketen. Das Wirtschaftswunder im Westen brachte langsam den kleinen Wohlstand. Wenige Jahre zuvor waren die Bundesbürger selbst dankbare Empfänger amerikanischer Care-Pakete gewesen. Das Päckchen nach drüben sollte die Bindungen in den anderen Teil Deutschlands erhalten, ein Signal für das Festhalten an der deutschen Einheit sein und wurde gerade deswegen von der DDR-Führung über all die Jahre misstrauisch beobachtet und reglementiert. Meine Tochter wurde 5 und die konnte dann schon zur Post gehen und konnte schon fragen, ob ein Paket für uns da ist. Das hat sie sehr stolz und ganz begeistert immer getan, wenn der Postmann in unserer kleinen Poststelle dann sagte, ja, es ist ein großes da, du kannst es nicht tragen. Überall in der Bundesrepublik beteiligen sich in der Vorweihnachtszeit alt und jung an der großen Paketaktion für Hilfsbedürftige hinter dem Eisernen Vorhang. Der Aufruf zur Hilfe ist ein Appell an jeden von uns. Es ist ein Appell an die Herzen. Einmal hatte ich eine große Überraschung, habe ich ein Riesenpaket bekommen aus Ostfriesland, abgeschickt von einer Schulklasse. Die hatten gesammelt für mich. War so Größe, das kommt ja nicht drauf. Und habe ich das ausgepackt und da kam mir entgegen so große Schuhe, Schuhgröße 43, ich habe 35. Und dann waren Garderobe drin, Röcke, Kleider, ich würde sagen Konfektionsgröße 48, ich habe 38. Da war ich mich enttäuscht. Und zwischen den Kleidern lagen dann noch Nudeln, Reis, Mehl, also Sachen, die wir ja alle hatten, nicht? Paketverkehr zwischen Ost- und Westdeutschland. Ein heikles Thema für Kurzsichtige, eine ernste Frage für uns alle. Die Pakete werden sorgfältig kontrolliert. Ein Margarinewürfel verlässt die DDR. Es wird geprüft, was er enthält. Ein Kuchen kam aus Westdeutschland. Er enthielt Geld. Das kam von drüben. Der Paketkontrolle ist zu danken, dass es die Empfänger nicht erreichte. Da kam ein Paket von meiner Schwiegermutter für unsere Familie. Und unter anderem war auch ein Päckchen Kakao drin. Und da wunderten wir uns schon, als wir auspackten, dass es kein geschlossenes Paket war. Denn ein halb verbrauchtes Paket schickte meine Schwiegermutter ja nicht. Das war ja alles gut verschlossen. Und als wir uns das denn genau anguckten, da steckte ein Löffel drin, also ein Teelöffel. Aber auch eine Sorte, die meine Schwiegermutter bestimmt nicht hatte. Anscheinend hatte doch jemand bei der Paketkontrolle Spaß dran, mal ein paar Löffel Kakao auszunehmen. Also zur Hälfte war es leer. Else Wiesner brauchte dringend Medikamente aus dem Westen. Das war verboten, aber die Verwandten wollten helfen. Dann kam das Paket an, es war aufgerissen und halb herausgefallen, die Sachen.
Ah, haben wir gedacht, siehst du, das ist geöffnet worden. Sonst war es uns gar nicht aufgefallen. Dann schrieb er auf den Brief, ich habe was im Reis, hat er unterstrichen. Passt schön auf. Gut, habe ich dann den Reis, zwei Reisbeutel waren im Paket. Haben wir den schon aufgemacht und das einfach am Küchentisch geschüttet. Da haben wir die Reiskörnchengeld, ach, da ist wieder ein weißes, rundes. Und da waren 100 solche Tablettchen zusammengekommen. Siehst du, jetzt haben wir es. 100 gingen in so ein kleines Röhrchen. Hanna von Stietenkron sollte ihrer Schwester im Osten Zahngold schicken. Ich überlegte nun, wie ich das wohl verschicken könnte, dass es nicht entdeckt wurde. Denn es war ja natürlich verboten, das zu schicken. Ich nahm ein kleines Schokoladentäfelchen, packte das vorsichtig aus, schob das Gold hinein, packte es sorgfältig wieder zu und schickte das Paket ab. Ich kriegte zwar keine Bestätigung, aber dachte, sie hat keine Zeit gehabt, mir zu antworten. Und nach einigen Wochen oder Monaten, das weiß ich. Erstens sind meine Eltern keine Russen und zweitens, wieso essen die Russen nur Kohl? Komm, weil ich in Russland oder...